Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier ein Gründerfass vorstellen, der Marke Josken. Hier handelt es um Modulo 16.000 Basismodell und kostet hier 50.500 Euro in der Grundausstattung, 2.575 Euro Leasing, so wie jetzt da steht, und 17 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit, 14,80 Meter die Arbeitsbreite. Und benötigt eine Leistung von 180 PS, entsprechend hier 132 kW. 15.780 Liter ist hier das Fassungsvermögen groß. Jetzt haben wir hier einen Reifenhersteller Michelin drauf auf Standard. Finde ich schon mal, sieht nicht schlecht aus. Dann haben wir hier also Breitreifen von Michelin für 500 Euro. Oder hier diese Breitreifen von Michelin, dann haben wir wieder hier andere Breitreifen von Michelin, sieht schon mal sehr interessant aus, immer 500 Euro, dann Standard. Dann haben wir hier also für 250 Euro Aufpreis von Trenneborg. Wir schauen uns das Gerät jetzt mal in Action natürlich an. Haben wir jetzt hier schon mal dastehen, ist schon ein bisschen dreckig geworden, wie man hier sieht. Dann haben wir hier also überall hier die Aufklebeländer drauf und dynamische Schläuche hier verbaut, Zapfwelle. Das Interessante ist hier, die Aufklebeländer, die werden hier nicht schmutzig, aber die Reflektoren hier an der Seite schon und die Lampen natürlich auch. Und hinten der Sprühteller oder wie man sagt, wird auch schmutzig. Dann hier oben hier das Logo, so her, Schriftzug, alles hier. Und der Lichtkeile auch vorhanden. So. Ich habe jetzt mal hier diese Breiten, also extra Breiten gekauft, wie man hier sieht. Hier und Rundumleuchten hier funktionieren. Das machen wir gleich hier unser Blinkertest und natürlich Lichttest auch. Bremslicht, Rückfahrlicht. So, dann sehen wir hier Rundumleuchte funktioniert. Dann natürlich schauen wir auch gleich hier unsere Arbeitsscheinwerfer mit Nummer 6 hier funktionieren genauso. So, dann schalten wir hier unseren Güllefass mal ein und fahren mal schön runter. Dann fahren wir einfach hier mal durch, das bringt es auch. Arbeitsbreite sieht auch ganz ordentlich aus. Fast ja. Hat schon ein bisschen Verbrauch, ist ja auch normal, würde ich mal sagen, dazu. Dann schieben wir mal so rüber. Drehen einfach so her. Und wie man sieht, hier wird hinten langsam immer schmutziger. Hängt richtig dick der Dreck oben. Oh, bleiben wir mal stehen. Bremslicht funktioniert. Schalten wir mal die Pumpe natürlich auch aus. Und wir schauen uns natürlich die Lok an. Dann sehen wir hier also unsere Güllefass. Lok selber ist fehlerfrei. Ja, wenn dir hier mein Video natürlich gefallen hat, würde mich natürlich freuen, wenn du reinschaust. Hiermit sage ich Servus. Grüß euch, euer Franz.